So, hallo, wir machen weiter bei den beliebtesten Projekten auf diesem Kanal. Upsala, Hilfe, ich wollte noch nicht gleich, ich wollte noch nicht gleich. Wir gucken mal, was wir heute machen. Es gibt, das ist das Problem bei Fortnite, es gibt so viele Möglichkeiten, ne? Ich würde auch gerne mal wieder Gruppenkeile spielen. Ich würde aber auch gerne weitere Parcours mir anschauen. Es ist, ja. Also, es gibt einfach so viel. Und das ist das, was ich meinte. Hier irgendwo hieß es irgendwie von Epic unterstützt oder sowas. Auswahl von Epic, genau. Und da war, glaube ich, auch. Na, da sind dann so verschiedene Sachen dabei. Hier Parcours. Na, das ist, wird halt selber hier vorgestellt. Und deswegen habe ich dann gedacht, okay, wenn der da hier angezeigt wird, dann scheint der schon auch gut zu sein. Ja, deswegen haben wir den ja auch gespielt. Ah, hier Climbing Enabled. Ah, das kann man. Ah, okay. Das ist wahrscheinlich dann nur. Ich glaube, ich check's. Das Climbing ist immer nur dann drin, wenn sozusagen. Ja, doch, ich. Ja, ich glaube, ich check's. Da gibt's auch hier beliebt. Also, das neue Menü ist. Ich finde das richtig gut, weil man jetzt halt noch schneller diese ganzen Sachen sieht. Ja, aber dadurch hat man halt noch viel öfter dieses Ding, dass man einfach nicht weiß. Hier ist das Jump-Fog-Ding. Ne? Ach so, weiß. Okay, weil ich es kürzlich gespielt habe. Ja, ergibt Sinn. Ergibt Sinn. Okay. Lasst uns mal in eine Gruppenkeile reingehen. Gruppenkeile gibt es doch bestimmt auch noch. Hier, das ist übrigens so eine Art. Weißt du schon? So eine Art hier. Ich komme nicht drauf. Among Us, ne? Da. Kann man dann Imposter wählen. Aber ich sag mal, das ist natürlich was, was eher nur mit Sprachchat und Kram funktioniert. Also das ist jetzt nichts, was ich hier in Fortnite spielen würde. Das müsste man eher mal wieder in unserer Gruppe machen. Aber da sehe ich so im ehesten die Sommerferien als eine gute Möglichkeit, da wieder reinzugehen. So, Gruppenkeile. Und kann ich das eigentlich auch, also kann ich mehrere favorisieren oder kann ich nur eins favorisieren? Gibt es, also ist jetzt der Favorit hier drüben weg? Nein, okay. Gut. Dann weiß das Spiel nämlich schon mal, was ich mag. Okay. Ja, dann lass da mal reingehen. Gibt es da eine große Lobby? Also lohnt es sich jetzt zu pausieren? Oder eher nicht? Wir werden es gleich wissen. Ach so, jetzt wird wahrscheinlich erstmal gesucht. Ich denke, ich pausiere mal und wir sehen uns wieder, wenn es losgeht. Ja, hier. Okay. Wir sehen uns gleich wieder, weil das braucht ihr euch dann nicht anschauen. Dafür ist die Pause-Funktion jetzt super. Ich hoffe nur, ich denke dran, sie aufzuheben gleich. Haha. Ja, let's go. Okay. Hier plus. Okay, es geht gleich los. Schlachtenbus startet in einer Sekunde. Let's go. Ziel 125. Okay. Ist jetzt eigentlich auf der Map der Baum, den habe ich doch hier irgendwo gepflanzt, den Baum, ne? Ist der jetzt irgendwie, wo ist meine Map? Ist der jetzt hier da? Also bleibt der? Habe ich den nicht hier irgendwo ge... Nein, ich wollte das nicht. Aber vielleicht ist der auch nur auf der normalen Map dann. Das ist was, was ich noch nicht weiß, ob die Bäume bleiben, die man pflanzt. Ich hatte so den Eindruck, dass das sein könnte. Aber wahrscheinlich nicht bei Gruppenkeile. Das ergibt wahrscheinlich gar keinen Sinn. Okay, so. Ist es eigentlich nur gerade bei mir so laut? Ach so, und jetzt ist natürlich wieder mit Bauen. Da muss ich, ja gut, aber das kann ich ja einfach ignorieren, das Bauen. Kann ich ja eh nicht. Aber stimmt, Gruppenkeile ist natürlich bei mit Bauen. Ja, okay. Oh, nice. Ja, bei Gruppenkeile geht es einfach nur darum, ein bisschen rumzuballern. Das ist dann schon ganz nett. So, das komische, was auch immer, Fahrzeugmodifikation brauchen wir nicht. So. Sind die alle schon nachgeladen? Okay, ist ja gut. Oh, ja, moin. Da hat jemand nicht aufgepasst. Hoppala. Wo muss ich denn hin? Oh, Scheibenhonig. Das könnte jetzt schwierig werden. Mit Glück finde ich einen Riss.
Okay, das ist kein Riss. Ja. Fahrzeug finde ich auch nicht. Ah, das war's dann an der Stelle. Das nützt mir wahrscheinlich auch nichts. Ja, naja, gut. Ja. Dann machen wir gleich mal den Abflug. Wie war das nochmal? Ich weiß es nicht mehr. Behalte ich meine Waffen? Auch das werden wir gleich wissen. Ach, so ein Käse. Ist das ein Gegner da vorne? Ah, aber wir haben ein neues Gebiet entdeckt. Das ist auch gut. Kann man mal machen. Ja, ich bin tot. Aber Bruder, ist das gerade laut? Ist das meine Einstellung? Oder ist das allgemein laut? Ja, wow, ich habe nichts. Ach, man, okay. Ging das schon immer? Wahrscheinlich, ja. Ja, das war es dann an der Stelle. Behalte ich jetzt meinen Kram? Boah, ist das gerade laut. Lass mich mal ganz kurz in die Einstellungen gucken. Ah, nicht, nicht, es ist mein Computer, ja. So, jetzt ist leiser. Okay. Ist nicht bei euch gewesen, alles gut. So. Dringender Auftrag. Zieh dich an Vorsprüngen hoch, um eine erhöhte Position einspringen und halte leer einen Vorsprung. Soll ich einfach nur jetzt... Okay. Aber hier ist gerade keiner. Da kann ich mich hier hochziehen. Nein, natürlich nicht. Hab mich auch gewundert. Okay, lass mal kurz Schild nehmen. Nein, ich will das nehmen. So. Welche... Was bin ich eigentlich? Bin ich blau oder bin ich... Hoppala, ich wollte nicht schießen. Du hast mich gerade leicht erschrocken. Bist du Freund oder Feind? Ich weiß es nicht. Okay, hier kann ich mich jetzt bestimmt mal hochziehen. Dringender Auftrag hier, let's go. Jawoll! Hab ich doch jetzt gemacht. Zieh dich an Vorsprüngen hoch, um eine erhöhte Position einzunehmen. Mach ich doch gerade. Keine Ahnung, was der von mir will. Ich habe wirklich keine Ahnung, was der von mir will. Also, genau das mache ich doch gerade. Hier kann ich es auch nochmal machen. Hui. Zieh dich an Vorsprung auf meine erhöhte Position. Ach, keine Ahnung. Das war nicht, was ich wollte. Woher weiß ich denn jetzt... Okay. Ja, woher weiß ich jetzt, wer Freund und Feind ist? Wie war das nochmal? Die, die meine sind, haben, glaube ich, so einen Pfeil drüber oder umgekehrt. Eins von beiden. Oh. Bootcamp-Checkliste. Ah, kann man jetzt hier eigentlich... Okay, das Rutschen kann man hier auch machen. Ist das jetzt meiner? Das ist ein Pfeil. Ist das jetzt, muss ich den jetzt killen? Bin ich rot oder bin ich blau? Wo sehe ich denn das? Ich bin so lost. Aufträge, Bootcamp. Kletterbootcamp. Was? Geht das hier auch? Ja, aber ich kletter doch hoch. Warum nimmt er das nicht an? Vielleicht geht es in der Gruppenkeile nicht. Kann auch wieder sein. Warum es das dann hier anzeigt, weiß ich nicht. Aber um einen nahen Vorsprung zu packen. Ja, aber das habe ich gemacht. Ich weiß nicht, was den ihre... Guck mal hier. Zack.
Zack. Nee, der. Okay, das sind. Okay, die, die ohne Pfeil sind, muss ich angreifen. Sorry, Guy. Aber. Wie ist das jetzt mit den. Guck mal hier, ich mach das die ganze Zeit mit dem Hochziehen. Aber es zählt da nicht. Doch, keine Ahnung. Egal. Nicht weiter wichtig. Ich bin so schlecht. Es ist unfassbar, wie schlecht ich bin. Aber ich mag die Waffe. Ja, zieh dich an Vorsprüngen hoch. Alter. An welchen? Wo? Geht nicht. Würde ich ja tun. Sleepy Sound. Noch ein Gebiet erreicht. Unsere Karte füllt sich langsam. Unsere Karte füllt sich langsam. Krieg ich. Oder die haben ihn schon gekriegt. Auch unserer. Guck mal, selbst das zählt nicht. Ich bin doch jetzt da oben. Ah ne, wo ist der? Ich bin so blind. Oh je, 59, 42. Ja, ich will mich doch hochziehen. Aber du... Das zählt ja nie. Yo. Aber wieso zählt das denn nie? Wie gesagt, vielleicht geht's nur im normalen Ding. Aber dann wär's komisch, dass es hier anzeigt. Zieh dich an, um eine... Springe und halte Leertaste, um einen nahen Vorsprung zu packen. Ah, muss ich es gedrückt halten? Warte mal, vielleicht zählt das dann erst. Jetzt habe ich es gedrückt gehalten. Macht auch nichts anders. Ach, leck mich doch. Eieiei. Ei, ei. Bedien dich. Kann ich hier rüber so ein bisschen? Da unten jemand? Nee. Nein, ich wollte nicht rutschen. Da ist einer. Yes. Wenn mal einen erwischt. Gut, ist auch weg. Neuerntewerkzeug, okay. Auftrag, ich habe irgendeinen Auftrag abgeschlossen. Okay. Oh. Es wird noch enger. Wieso treffe ich nicht? Das ist mein Ernst. Alter, wie schlecht das war. Hoppala. Mann! Immer gleich am Bauen. Aber warte, hier. Ist das nicht genau das, was das Kletterding von mir will? Ist das nicht genau, was ich tue?
Keine Ahnung. Ich weiß schon, warum ich den Bauen-Modus nicht mag. Aber bei Gruppenteile ist halt nur die Möglichkeit. Gruppenteile ist ja cool, so, keine Frage. Aber ich verstehe das mit dem Klettern nicht. Ich mach es doch. Ich kletter doch wie ein Blöder. Wir haben gewonnen. Oh, wären wir doch blau? Okay. Ich habe nicht drauf geachtet, welche Farbe wir sind. Gut, gut. Yay, ganz viele Missionskram gemacht in irgendeiner Richtung. Okay, so, lasst mal zur Lobby gehen. Ich will jetzt mal ein bisschen was gucken. Guck mal, warum habe ich den jetzt bekommen? Weiß es nicht, aber nehmen wir natürlich mit. Könnten wir auch ausrüsten, weil es sieht besser aus als das, was wir bisher haben. Komm, her damit. So. Die Sterne nehmen wir auch mit. So, okay, Battle Pass. Ich habe wie viel V-Bucks? Ich habe 200. Keine Ahnung, wo die herkommen. Das sind die verschiedenen Battle Pass Seiten. Und ich glaube, bei Level 100 oder so gibt es Darth Vader, ne? Ja, ja, da. Nein, ich will. Hallo, zurück. Okay, man müsste 950 V-Bucks, also 9,50 Euro. Was ich aber auch gehört habe, Mann! Nein! Geh weg! Dass man mit jedem Battle Pass sozusagen die Menge an V-Bucks verdienen kann, die man für den nächsten Battle Pass bräuchte. Also, das klingt gar nicht mal so unfair. Guck mal hier, ne? Hier zum Beispiel. Da kriegt man dann hier 100 V-Bucks. Hier kriegt man nochmal 100. Und dann kommen insgesamt... Nein, ich will... Mann, lass mich doch in Ruhe. Und dann, hier wieder 100 und so weiter. Und wenn man das eben alles macht, dann hat man die wieder V-Bucks verdient für den nächsten Battle Pass. Also, das ist gar nicht mal so wahnsinnig unfair. Gib Battle-Sterne aus, um dir deine Belohnungen zu holen. Ja, aber das geht wahrscheinlich nur, wenn ich den Pass auch... Ach, die Sachen hier... Okay, an der Seite, die Sachen kann ich sowieso machen. Ah, okay, die sind sozusagen... Das ist der Pass und das ist das Normale. Oh, da gibt es so... Ah, vielleicht habe ich daher mal V-Bucks bekommen. Das könnte sein. Okay, okay, okay. Gut, wie auch immer. Habe ich da jetzt ein bisschen besser verstanden? Nein, ich wollte... Hallo, das wollte ich gar nicht anklicken. So. Ich sehe es doch richtig. 9 Euro... Also... Nee, ach, ist gar nicht so. Ich dachte, ein Bug ist okay, Schwachsinn, was ich erzähle. 1000 Bucks kosten 8 Euro, also würde dieser Battle Pass 8 Euro kosten. Okay. Baue Schnips zusammen. Was ist das? What? Hol dir Schnips im Battle Pass? Okay, ist auch wieder Battle Pass. Weg. Bonusbelohnungen. Ich wollte halt mal sehen, ob ich irgendwo sehe, was ich tun muss, um die Sachen... Also, geht es nur um die Sterne immer oder muss man Bedingungen erfüllen? Ich erfahre es halt nicht. Nein, ich will das nicht anklicken. Ja, erfordert Battle Pass, okay. Aber es gibt ja auch irgendwo diese Missionen. Ich wollte wissen, wo... Wo erfahre ich, welche Missionen ich machen muss? Nein, lass mich jetzt mal in Ruhe mit Battle Pass. Ach, hier Aufträge, M. Ah, okay. So, Kletterbootcamp. Schließt das Kletterboot. Ja, wo denn? Wie denn? Auftrag verfolgen. So.
Aber. Okay, tägliche Aufträge. Iss eine Frucht und ein Stück Gemüse. Das kriegen wir hin. Markiere ein Sturmgewehr, ein. Markiere. Okay, keine Ahnung, wie man markiert. Kondition mit Fleisch wiederherstellen. Okay. Ja, gut, das sind diese typischen Sachen. Das ist auch Zeug, was einfach automatisch passiert, so ungefähr. So wie ich füge gegen den Schaden zu. Ach, und da habe ich gerade wahrscheinlich einen gemacht von denen. Deswegen habe ich diese Axt bekommen. Setze Gebäude in Brand, überlebe Sturmphase. Okay, ja, das geht auch automatisch. Okay, Karte wird so Stück für Stück aufgedeckt. Sehe ich jetzt meinen Baum, den ich irgendwo gepflanzt habe? Nee. Also bleibt der auch gar nicht. Der ist dann nur für das Spiel selbst, oder wie sehe ich das? Also nur für die Runde. Ja, okay. Aber dann tue ich damit ja eigentlich nur anderen einen Gefallen, wenn ich den... Ich dachte, der bleibt vielleicht so. Aber habe ich mich wohl getäuscht. Oder ich sehe ihn jetzt einfach nicht, weil... Weil halt. Keine Ahnung. Sammlungen, was ist das? Was bist du denn? Charaktere. What? Fische? Blauer Schlu... Ach, was ich gefangen habe, oder was? Okay. Okay, keine Ahnung. Ist richtig wild hier. Spinnt. So, da kann ich jetzt das Ding... Kann ich auch Zufall machen. Dann haben wir mal die andere. Zufall finde ich gut. Zufall finde ich grundsätzlich gar nicht so verkehrt. So, das wäre, glaube ich, der Skin, ne? Skin haben wir bisher nur normalen. Also, no Skin eben. Item Shop wollen wir nichts machen. Ach so, da kann man dann für... Okay, das ist dann... Ja, okay, das sind dann die kosmetischen Sachen, die es ohne Battle Pass gibt, wo man wirklich kaufen muss. Okay. Der Battle Pass selbst wäre dann vielleicht gar nicht mal so eine verkehrte Geschichte. Ich meine, das ist Quatsch, ne? So, sowas kaufen, das ist völliger Blödsinn. Ich meine, 2800 V-Bucks, dieses Tanzpaket kostet einfach 20 Euro. Das weiß ich nicht. Okay, das sind die Geschichten. Gut, dann würde ich sagen, raus aus der Gruppenkeile, rein ins normale Battle. Null bauen. Und wir sehen uns, wenn es losgeht. So, der Schlachtenbus... Habe ich die Pause jetzt beendet? Moment, habe ich die Pause jetzt beendet? Okay, ja, jetzt habe ich es gesehen. Ich habe die Pause beendet. Gut. Schließt das Kletterboot. Darum steht es jetzt auch nochmal. Schließt das Kletterbootcamp ab. Mal gucken, ob es jetzt hier funktioniert mit dem Hochziehen. Oh damn, wenn ich mit der Maus jetzt zu weit runter gehe, löse ich aus irgendeinem Grund meine Taskleiste aus. Hilfe. Das will ich nicht. Nein, geh weg, Taskleiste. Oh mein Gott. Sieht man die in der Aufnahme? Nein, sieht man nicht in der Aufnahme. Oh, aber die Maus seht ihr immer noch in der Aufnahme. Oder? Hä? Nee. Manchmal seht ihr sie. Wo will ich jetzt eigentlich hin? Ist jetzt hier mein Baum? Ah, geh doch mal weg mit dem Quatsch. Ja, hier ist der. Okay, der bleibt. Chillig. Setzlingsstatus. Frucht ungewöhnlich. Ah, und das entwickelt sich dann weiter. Ich verstehe. Das ist nämlich genau das, was ich auch gelesen habe. So, jetzt habe ich mich doch hochgezogen. Zählt das jetzt als Klettern? Hier, da geht's jetzt, steht es wieder am Rand. Zieh dich an Vorsprüngen hoch. Würde ich ja tun. Würde ich ja tun, wenn ihr mir sagt, wie es geht. Das ist jetzt nicht so gut. Bruder. Alter, jetzt kommt dann so ein Hund. Ah, jetzt sind da zwei Hunde. Das ist nicht so gut.
Ja, das war dann auch die Runde. Oh, shit. Okay. Kann ich den irgendwie... Nee, kann ich nicht. Okay. Okay, die Runde war es noch nicht ganz. Oh. So, ich reite dich jetzt erstmal, mein Freund. Jawollo! Und ab dafür. Kann ich vom Hund aus schießen? Ja, nice. Also es ist ein Wolf, weiß ich aber. Okay. Ja, aber ich will das Hochziehen funktioniert nicht. Ich mach das doch. Mein look at this. Ich zieh mich doch hoch. Aber irgendwie reicht es nicht dem Spiel. Wo denn jetzt schon wieder? Kommt der hier hoch? Ganz leise. Ist das unter mir? Das muss unter mir sein, das Ding. Ein Southpack. Und Energie. Okay, lass mich mal kurz heilen. Ich habe mich eigentlich schon tot gesehen. Muss ich gestehen. Ah, das geht. Okay, mit den Dingern kommt man nicht über 95. Das wollte ich nicht. Das wollte ich. Ach, das erhöht auch nur die Energie. Ah, ich dachte, das erhöht auch das Schild. Da wird geschossen. Wo ist diese Kiste jetzt? Ist die hier unten? Die ist da drin. Nee, hä? Hier ist die. Oh mein Gott, ich bin blöd. Okay, hat sich aber gelohnt. Grüne Waffe. Oh, ein Schildsprinkler, den nehmen wir auch mit. Sehr gut. So, Sturm zieht sich zusammen. Wir sind aber sehr nah dran. Okay, passt. Alles gut. Und interessant, dass wir noch leben. Hätte ich jetzt nicht gedacht nach dem Anfang. Nach dem Anfang auf der Brücke hätte ich das nicht gedacht. Aber das Hochziehen, ich weiß nicht, was ich tun soll. Zieh dich an Vorsprüngen hoch, um eine erhöhte Position einzunehmen. Oh, so ein Lama! Komm ran, Kollege. Okay, das macht dir weniger Schaden, als ich dachte. Gleich. Yes. So. Immerhin gibt's XP. Und oh mein Gott, was ist das denn? Was bist du denn? Fünf Schüsse habe ich. Ich weiß nicht, was es ist, aber ich habe davon fünf Schüsse. Und es hat... Ey, wow, das hat den kompletten Platz weggenommen. Das nimmt zwei Plätze ein. Was bist du? Saufkanone. Was kann die? Ansehen. Schieße damit auf deine Verbündete. Getroffene Spieler halten Konditionen und Schilde. Ach so. Kann ich auf mich selbst schießen? So auf dem Boden und dann geht das. Alter, dass der unten die Ma. Moment, warte mal kurz. So, kommt das jetzt. Diese dumme Taskleiste kommt jetzt die ganze Zeit wieder. Okay, ich kann damit auch auf mich selbst schießen. Chillig. So, dann gib mir mal wieder meine Waffen. Dankeschön. Halt, das ist so ein Spray, ne? Das ist auch super. Da kriegt man sofort Energie zurück. So.
Okay, dann sind wir doch eigentlich ganz gut beisammen. Mist. Ich will das Viech haben. Komm her! Nein, ich will auf dir reiten! Komm her! Ich brauch dich! Weil die Zone da ist. Komm her jetzt! Dankeschön. Abflug. Schneller! Ich rette dich auch aus der Zone, also sei mal zufrieden, ja? Oh shit, kannst du nicht schwimmen? Ah doch, du kannst schwimmen. Sehr gut. Wir haben es gleich, mein Freund. Wir haben es gleich. So, ich besprühe mich derweil schon mal ein bisschen hier. Mit der Energie. Genau. Oh nee, jetzt ist hier so viel Wasser. Du hast es auch gleich. Du hast es auch gleich geschafft. Aber das Hochziehen klappt nicht. Ich verstehe nicht, was ich falsch mache. Zieh dich an Vorsprüngen hoch. Ja, wie? So, wir sind raus aus der Zone. Bling, bling. So, dann sprühen wir uns mal wieder ein bisschen ein hier. So, sehr schön. Okay. Vielen Dank für deine Mitnahme. Okay, sehr schön. So. Okay, let's go. Oder fährt einer? Oder ist einer gefahren? Steigt er aus? Oh mein Gott. Scheiße. Ach eben, Mann. Okay. Alter hat eine ordentliche legendäre Wache aufgehabt. Ja, gut. Aber das Hochziehen funktioniert nicht. Warum klappt das Hochziehen nicht? Verstehe das nicht. Warum klappt das Hochziehen nicht? Wo soll ich das machen? Wie soll ich das machen? Was mache ich da falsch? Was mache ich beim Hochziehen falsch? Naja. So, ich mache mal wieder Pause und wir sehen uns, wenn der Schlachtfluss losfährt. Und wir sind on the road again. So. Jetzt habe ich auch meine Taskleiste wieder unter Kontrolle und sehe sogar, wie lange wir schon aufnehmen. Ich habe jetzt alles mal ein bisschen umgestellt hier wieder. Okay, lasst uns mal zu unserem Baum gehen. Lasst uns den mal besuchen. Mal gucken, was wir schon so ernten können. Der muss irgendwo da jetzt sein. Ist er das? Ist das mein Baum? Passt eigentlich von der Richtung her, ne? Ja, das ist mein Baum. Hast du sonst noch nichts? Keine Waffen? Ah, ich muss, okay. Ich muss mich auch um den kümmern. Guck mal, jetzt wächst hier nämlich Zeug. Genau. Komm, wir pflanzen gleich den nächsten. Das hat ja gut funktioniert. Mann, bin ich dumm? Nein, Killer. So. Guck mal, es gibt nämlich auch dafür richtig XP für immer mehr Setzlinge und so Kram. So. Schaut mal, was das für Waffen da nämlich dann gibt. Das ist nämlich gar nicht mal so uncool. Das ist richtig cool. Also eigentlich muss man nur bei seinem Baum landen. Oder halt bei einem anderen, wenn man einen sieht.
und kann sich richtig ordentlich vollpowern. Was seid ihr denn? Okay. Wild. Ach, jetzt hab... Okay, setze Gebäude in Brand haben wir ja, ne? Machen wir gleich. Ich weiß jetzt, wie man Gebäude in Brand setzt. Guck mal, hier. So, jetzt weg da. Jawohl, setze Gebäude in Brand. 3 von 100. 11 von 100. Let's go. Ich hoffe nur... Kann man damit seine eigenen Dinger kaputt machen? Ich hoffe nicht. Also ich hoffe, die bleiben auch bestehen. Aber es passiert zum Glück auch nichts Schlimmes. Rillt. So, hier, komm mal mit. Okay. Wir sind auch gut von der Zone her, ne? Ja, wir sind perfekt. Kann ich den, also kann ich den kaputt machen? Okay, der hat Energie. Gut, ich habe nichts gesagt. Wo ist jetzt aber der andere, den ich gepflanzt habe? Ach, oder wechsel... Kann man immer nur einen haben und der wechselt dann durch? Oh. Weil jetzt ist der andere weg. Entweder ich habe den zerstört irgendwie. Okay, dann lassen die sich wahrscheinlich auch zerstören. Ja, okay. Ergibt schon Sinn. So, jetzt probieren wir mal, ob wir... Ist das da drüben noch in der Zone? Na, nee, ist es nicht. Aber ich wollte mal probieren, wo wir jetzt so einen Vorsprung... Ich verstehe das mit dem Vorsprung nicht. Zieh dich an Vorsprüngen hoch, um eine erhöhte Position einzunehmen. Springe und halte Leertaste, um einen nahen Vorsprung zu packen. 0 von 3, so als wäre ich zu blöd dafür. Guck mal, jetzt kann ich mich mal auf die Tankstelle da hochziehen und es wird trotzdem nicht funktionieren. Okay, das ist zu... Guck mal hier. Guck mal hier. Das ist doch, was ich tue. Warum wertet er das nicht? Was mache ich denn falsch? Was mache ich denn falsch? Ich verstehe es nicht. Ich ziehe mich doch, oder zählt es nicht als Vorsprung? Was ist ein Vorsprung für die? Guck mal, wie oft ich mich hier schon überall hochgezogen habe. Hier, da ziehe ich mich hoch, hier ziehe ich mich hoch. Überall ziehe ich mich hoch. Was ich mich am Hochziehen bin. Wahnsinn, was ich mich einmal hochziehen will. Ich weiß halt echt nicht, was die von mir wollen, ne? Springe und halte Leertaste. Ich wollte mein... Wieso hat mein Gleiter jetzt nicht funktioniert? Wieso hat mein Gleiter jetzt nicht funktioniert? Was war das denn? Das war richtig schlecht. Das ist jetzt gar nicht gut. Oh, das ist jetzt frech. Mein Freund, ich habe hier gerade ganz andere Probleme. So, Gott sei Dank. Wer hat da geschossen und wo kam der her? Das jetzt eigentlich die Vollautomat? Also ist das jetzt die, welche ist denn das jetzt? Pau. Schlagkräftiges Gewehr. Nee, ich glaube, das ist okay, das Ding. Ich glaube, die Waffe ist in Ordnung. Springe und halte Leertaste. Ich springe und halte Leertaste.
Wo denn? Oh mein Gott, ich wollte gerade... Warum feierst du nicht? Ich gerade angegriffen werde. Deswegen. Alter, was wollt ihr mit Springen und Halte Leertaste? Kommt mir echt blöd vor. Muss das dann gleich mal googeln, was da los ist. Sind wir eigentlich in der nächsten Zone auch schon? Okay, ist noch gar nicht zugegangen. Alles gut. Okay. Oh, ich könnte mein Schild erneuern, ich Trottel. So, mehr geht nicht. Ah, die ist über mir wahrscheinlich. Dann ist die da drin. Ist ja auch nett. Okay, Frage 1, wo ist die? Frage 2, wieso klappt es auch hier nicht? Ich springe und halte Leerte. Was? Ich... Kletter, wie ein Blöder kletter ich. Oh, kann man hier rum? Ich weiß nicht, wo die sein soll. Geht's noch höher? Da drin? Ah. Oh, die ist blau. Oh mein Gott! Die ist übertrieben gut. Was ist das alles hier? DMR habe ich doch schon hier. Ist halt das Ding. Genau, okay. Nice. Okay, die Frage ist jetzt, schaffe ich es, den Schildtrank noch schnell zu mir zu nehmen, bevor ich hier abgeschossen werde? Ja. Ich hätte gern meine DMR wieder, meine lila, ne? So, wo sind jetzt da welche? Okay, wir müssen uns ein bisschen bewegen dann gleich. Ist hier drin einer? Nee, ne? So, haut der hier einfach ab. Ich glaube, es geht los. Okay. So, und jetzt müssen wir... Ja gut, ich wollte gerade sagen, jetzt könnte ich das Auto nehmen, aber... Nein, wir müssen ganz... Scheiße. Hat er mich gesehen? Nein, okay. Ja, wir müssen nämlich weg jetzt. Abfahrt. Oh nein, jetzt ist hier überall mehr. Yo, die können unter Wasser. Okay, können sie nicht. Aber es segelt bis an den anderen Rand. Nice. Dann fahren wir doch einfach weiter. Chillig. Es ist sehr chillig. What the heck? Was ist da unten? Wie kommt man da irgendwie hin? Kann man runter? Kann man tauchen? Nein. Okay. Ah! Ey, das ist nicht gut.
Ey, das ist nicht gut. Ey, das ist frech. Ey, das ist richtig frech. Ich dachte, ich bin genau an der Grenze und dann ist da so ein Ding. Oh, ist das frech. Levelaufstieg, nice. Ich hab keinen Dings. Ey, ich check das nicht mal. Ich glaube, den hat man normalerweise nicht, den Gleiter, ne? Den muss man, glaube ich, als Item bekommen. Ich glaube, ja, ich bin dumm. Alles gut, ich bin doof. Okay, also völlig unnötig, dass ich da jetzt wieder draufgegangen bin. Also nicht draufgegangen bin, aber... Okay. Und mit diesen Steinen kann man irgendwie, glaube ich, auch Party machen. So. Genau. Ich weiß noch nicht, was das bringt, dass man die losrollt, aber es gibt bestimmt auch irgendwelche EP. Dass man den genutzt hat. Keine Ahnung. Jetzt ist er da unten. Naja. Oh oh. Scheiße. Okay, aber war eine ganz nette Runde mal. Aber ich check das mit dem Hochziehen nicht. Ich bin da zu blöd für. Was muss ich, wie muss ich, also wie mache ich dieses Bootcamp? Wo mache ich das? Wie mache ich das? Zurück zur Lobby. Ja, gib mir die Sterne. Ja, gut. Ich glaube fast, mich wird schon reizen. Mich wird schon reizen auch mal, vor allem, weil es jetzt ja eben hieß, oder was heißt, weil es hieß, weil es schon immer so ist, scheinbar, dass man eben die, hier, ne, da kann man dann V-Bucks holen und so weiter. Deswegen, ich glaube fast, einmal 8 Euro investieren und dann kann man immer wieder den Battle Pass nutzen. Ist eigentlich nicht verkehrt. Klingt eigentlich nicht verkehrt. So. Aber ich verstehe halt nach wie vor überhaupt nicht, wo sind jetzt meine Aufträge? Sprachchat, nee, will ich... Hier sind keine Aufträge, hier sind keine Aufträge, okay. Ich will auch keinen Trailer sehen, ich will... Ah, Spiel. Hier, Aufträge. So. Bootcamp. Rekrutenausbildung. Schließe das Kletterbootcamp ab. Aber hier steht ja nicht mal... Also ich meine, im Spiel steht dann dort, was ich tun muss, aber... Ich verstehe nicht... Ich verstehe nicht, wie und wo und was... Wie ich das machen soll. Ich werde mich mal schlau machen. Nächstes Mal kriegen wir das dann hoffentlich hin. Ich bedanke mich jedenfalls erstmal fürs Zuschauen. Gebäude haben jetzt auch angefangen zu zerstören. Muss ich dran denken, dass wir das ab und zu mal machen sollten. In Brand setzen. Und ja, sage tschüss.